In einem vorherigen Video habe ich mal gezeigt, wie man diese Funktion hier integriert. Jetzt möchte ich noch mal zeigen, wie man das Quadrat von dieser Funktion integrieren kann. Wie gesagt, die Funktion zu integrieren ist nützlich, wenn man sowas wie den Mittelwert ausrechnet. Das Quadrat von der Funktion braucht man, wenn man den Effektivwert ausrechnet. Also wollen wir jetzt u von t zum Quadrat über der Zeit integrieren und zwar unbestimmt, einfach nur die Stammfunktion bestimmen. Dann kann man da später noch die Grenzen einsetzen. Und im ersten Schritt nehme ich jetzt einfach mal diese Funktionsgleichung und setze die dort ein, 1/2. Dann die Spannung um, sowas wie so ein Spitzenwert von dieser Funktion und diese Klammer. 1 minus Cosinus von Omega t und Klammer zu. Über der Zeit integriert. Jetzt fehlt natürlich noch das Quadrat und das Quadrat ergänzt sich jetzt mal an allen Faktoren hier einzeln. Und diese Faktoren hiervon, die bleiben Konstanten, die kann man einfach vor das Integral ziehen. Und diese Klammer hier, die sieht dann so ein bisschen arg nach binomischer Formel aus. Ist auch eine binomische Formel a minus b und das Ganze zum Quadrat. Und aus a minus b zum Quadrat wird halt a Quadrat minus 2 mal a mal b plus b Quadrat. Und genau das können wir jetzt hier unten nutzen. Also um Quadrat 2 zum Quadrat sind 4. Und dann bleibt dort das Integral über. A ist 1, a zum Quadrat ist also 1, 1 zum Quadrat bleibt 1, minus 2 mal 1 ist immer noch 2, Cosinus von Omega t. Und plus, ja, Cosinus Quadrat von Omega t oder der Cosinus von Omega t zum Quadrat. So, und das Ganze immer noch integriert nach der Zeit. So, und das kann man jetzt natürlich wieder aufsplitten und aufspalten und sagen, wir haben das Integral von einer Summe, dann gilt die Summenregel, man kann jeden dieser Summanden einzeln integrieren. Also schreibe ich mal diese Summanden einzeln hin, die 1 nach t integriert, dann minus 2. Das Integral von Cosinus von Omega t nach t integriert und plus das Integral von der Cosinusfunktion von Omega t zum Quadrat nach t integriert und die Klammer zu. So, das hier ist relativ einfach. Also ich schreibe vielleicht erstmal den konstanten Faktor wieder ab. Und ergänze auch die Klammer hier. Die 1 nach t integriert ergibt natürlich wieder ein t. Dann die 2 ist ein konstanter Faktor, die können wir abschreiben. Das Cosinus Omega t nach t integriert, das habe ich in dem vorherigen Video schon mal gezeigt. Das war die Sinusfunktion von Omega t durch Omega. Hier vielleicht nur noch mal die kurze Probe zur Erklärung. Wenn man die Sinusfunktion ableitet, kommt die Kosinusfunktion raus von dem gleichen Argument. Wir haben aber noch diese innere Ableitung dieser verketteten Funktion. Wenn man die innere Ableitung nach t ableitet, entsteht eine Multiplikation mit dem Omega. Das kürze ich mit diesem Omega weg, sodass da genau Cosinus von Omega t überbleibt. So, und dann bleibt noch dieser Teil hier hinten. Und für den Teil da hinten kann man sich jetzt ein bisschen was überlegen. Hier heißt das Zauberwort partielle Integration. Das schreibe ich mal hier hin. Das sieht nicht so schön aus. Partielle Integration. Und jetzt kann man halt die Regel für die partielle Integration nachschlagen in einem Formelheft oder in einer Formelsammlung. Letztendlich geht es dabei um sowas wie ein, ich schreibe das mal in Abhängigkeit von x hin, ein Produkt von zwei Funktionen, f von x mal, nee, ich schreibe es mal lieber mit t hin, um hier nicht zusätzliche Variablen zu haben. Also f von t mal g von t. Darum soll es mal gehen, das soll nach t integriert werden. Und also ein Produkt von zwei Funktionen,
Und die Idee ist jetzt, dass man hier hinten dieses Quadrat natürlich umschreiben kann und sagen kann, statt dieses Quadrats kann ich auch schreiben, ich schreibe das mal gleich hin, Cosinus von Omega t mal der Cosinus von Omega t und immer noch nach t integriert. Ja, also das Integral haben wir schon gelöst, das haben wir schon gelöst, das steht jetzt immer noch als ein Integral da, aber in dem Integral haben wir jetzt zwei Faktoren, aber beide Faktoren hängen von der Integrationsvariable von der Zeit ab. So, und für so ein Produkt von zwei Faktoren gibt es ein Verfahren, das nennt sich partielle Integration. Und was man jetzt hier eben machen kann, ist, also das ist so ein bisschen meine Merkhilfe, wir nehmen die eine Funktion und leiten die ab. Und ich schreibe das mal jetzt gleich hier hin. Also die eine Funktion ist natürlich Cosinus von Omega t und die Funktion abgeleitet ist Sinus von Omega t. Ne, Cosinus abgeleitet ergibt minus Sinus und mal Omega. So, und dann nehmen wir die zweite Funktion, g von t, die natürlich auch der Cosinus von Omega t ist und diese Funktion wird jetzt einmal integriert über der Zeit. Also da mache ich ein Groß g von t draus. Das Groß g von t soll die Stammfunktion dieser Funktion klein g von t sein. So, und das Cosinus von Omega t nach t integriert, das steht schon mal hier da. Das ist Sinus von Omega t durch Omega. So, und jetzt ist der Trick zu sagen, ich nehme mal verschiedene Farben. Also diese beiden, ich nehme kein Pfeil, das sieht aus wie so eine Zuordnung, kein Pfeil, einfach nur das Produkt von diesen beiden, also das, was jetzt hier rauskommt, wir können das Integral umwandeln in ein Integral, nee, also wir können dieses Integral umwandeln in das Produkt von f von t mal Groß g von t. Und dann steht da aber dummerweise immer noch da minus ein neues Integral und das neue Integral ist in blau das Produkt von diesen beiden. Also minus das Integral von f' von t mal Groß g von t. Und das Ganze immer noch über der Zeit natürlich integriert. So, und die Idee von dieser partiellen Integration ist jetzt, dass ja, dummerweise, man kann ein Integral umwandeln in irgendwas, was schon dasteht als Stammfunktion, aber leider bleibt noch ein neues Integral über und mit ein bisschen Glück kriegt man es jetzt so hin, dass dieses neue Integral irgendwie einfacher zu lösen ist. So, jetzt können wir dieses neue Integral hier natürlich mal hinschreiben. Also ich schreibe mal das hier einfach, keine Ahnung, irgendwo, wo Platz ist, hier unten hin. Also das Integral, ich schreibe es nochmal ab, von Cosinus Quadrat Omega t, das ist ja das, was wir lösen wollten, was hier an dieser Stelle noch übergeblieben ist. Das haben wir jetzt umgewandelt in diesen grünen Teil. Und das ist Cosinus von Omega t mal Sinus von Omega t geteilt durch Omega. Ja, diese beiden Terme miteinander multipliziert und dann bleibt noch über minus das Integral und von den beiden blauen Anteilen und die beiden blauen Anteile. Also hier steht ein Minus davor, das ergänzt sich mit diesem Minus auf jeden Fall schon mal zu einem Plus. Und dann sieht man, dass das mal Omega und das durch Omega, die beiden kürzen sich weg, sodass da Sinus Omega t mal Sinus Omega t überbleibt. Das schreibe ich mal direkt hin als Sinus Omega, Sinus von Omega t zum Quadrat. Und das dt schreibe ich mal wieder in schwarz, weil das ja sagen, neutral ist. So, und dann stellen wir fest, na, ist schon mal gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt das Integral umgewandelt in irgendwas, was schon da steht. Aber das hier hinten sieht eigentlich genauso schlecht aus, wie das, was wir vorher hatten. Wir haben mit Cosinus, mit dem
Integral von Cosinus Quadrat Omega t gestartet und haben es jetzt umgewandelt in ein Integral von Sinus Quadrat Omega t. Naja, jetzt könnte man sagen, na gut, das kann ich ja auch wieder schreiben als Sinus Omega t mal Sinus Omega t und dann mache ich dieses ganze Spiel nochmal. Und dann stellt man aber fest, dann beißt sich die Katze hinten selbst in den Schwanz, man dreht sich im Kreis, man kriegt dann natürlich wieder, also was heißt natürlich, man kriegt wieder sowas raus wie hier und das addiert sich zu 0 und am Ende kommt bei der ganzen Geschichte raus, dass, ja, dass da wieder dasteht, Cosinus-Integral, also das Integral von Cosinus Quadrat Omega t ist das Integral von Cosinus Quadrat Omega t. Ja, super, eine self-fulfilling prophecy. Also irgendwie müssen wir das jetzt hier umwandeln. Und der Trick, jetzt kommt der Trick, den Trick schreibe ich in Rot, nicht weil er falsch ist, aber weil es ein Trick ist. Der Trick ist zu sagen, wenn man sich an die Definition von Sinus und Cosinus am Einheitskreis erinnert, dann haben wir doch hier so Terme wie der Cosinus Quadrat von x plus der Sinus Quadrat von x. Ja, und Sinus und Cosinus sind Anteile in einem rechtwinkligen Dreieck, die Ankathete und die Gegenkathete. Und die beide zum Quadrat im Einheitskreis ergeben natürlich immer den Radius von dem Einheitskreis. Die ergeben zusammen immer 1. Und das heißt, das kann man jetzt umwandeln und kann sagen, der Sinusquadrat von x ist doch das gleiche wie 1 minus Cosinusquadrat von x. Und das nehmen wir jetzt mal und setzen das da oben ein. Und das gilt natürlich auch dafür, dass das x Omega t ist. Das habe ich jetzt mal hier in der Zeile nicht mit hingeschrieben. Also kommt daraus, ist gleich, diesen grünen Term, den können wir einfach abschreiben, da schreibe ich jetzt nichts mit hin, und dann haben wir plus das Integral und für den blauen Teil setzen wir jetzt diese rote Ergänzung ein, also steht da, aus dem blauen Teil wird dann 1 minus Cosinus Quadrat von Omega t und immer noch über der Zeit natürlich integriert. So, und dieses Integral, das können wir jetzt natürlich wieder so ein bisschen aufsplitten und sagen, hier vorne steht eine 1 nach t integriert und hier steht ein zweites Integral nach dt integriert. Und jetzt muss ich mal ein bisschen runterscrollen, weil man jetzt halt Trick 17 machen kann. Vielleicht ja, der zweite Trick. Zu sagen, ha, jetzt haben wir das Integral umgewandelt in irgendwie was, die 1 nach t integriert, die kriegen wir auch wieder gelöst und jetzt steht hier nochmal das gleiche Integral. Wie hilft uns das denn jetzt weiter? Und jetzt der zweite Trick zu sagen, na gut, hier steht das Integral positiv, hier steht es negativ, wir holen das jetzt noch einfach einmal auf diese Seite rüber. Also wir rechnen plus dieses Integral, was hinten steht. Ich mache mal Punkt, Punkt, Punkt und also das, was hier steht, genau das hier rechnen wir hinten plus. So, und was dann passiert ist, dass hier vorne haben wir dann zweimal das Integral, das steht da natürlich zweimal da, also zweimal das Integral von Cosinus Quadrat von Omega t über der Zeit integriert ist gleich. So, dann haben wir immer noch diesen grünen Term, den schreibe ich jetzt mal nochmal mit hin. Cosinus von Omega t mal den Sinus von Omega t geteilt durch die Kreisfrequenz Omega. Und dann steht immer noch dieser blaue erste Teil da, die 1 nach t integriert, ergibt natürlich einfach ein t. Das schreibe ich mal so hin. Ein t. So, und jetzt können wir die 2 hier noch uns wegdenken, indem wir durch diese 2 teilen. Dann kommt die 2 hier weg und kommt hier als 2 dazu und kommt hier als 2 dazu. Und ja, jetzt kann man schlussendlich einfach diesen Teil nehmen und kann den hier an der Stelle einsetzen. Und dann haben wir die gesamte Stammfunktion hingeschrieben für die Funktion, die gesucht war, für das Quadrat von diesem Produkt und von dem 1 minus Cosinus Omega t. Das da jetzt, also ne, dieses Ergebnis jetzt hier einsetzen, das traue ich jetzt mal ja gerade noch jedem selbst zu und dann kann man natürlich wieder
Grenzen einsetzen und zum Beispiel von 0 bis groß T über eine Periodendauer dieser Funktion integrieren, um sowas wie den Effektivwert dieser Zeitfunktion auszurechnen.